Du hast kein Interesse, die Stimme Jesu zu hören, dann hast du ein Problem, spätestens am Tag der Entrückung. Denn die Bibel sagt, Johannes Kapitel 10 und Vers 27, meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir und ich gebe ihnen ewiges Leben. Wir lesen eben auch in 1. Thessalonicher Kapitel 5, und Vers 16, denn er selbst, der Herr, wird mit seinem Befehlsruf, mit der Stimme des Erzengels, mit der Posaune Gottes vom Himmel herabkommen. Und die in Christus Verstorbenen werden zuerst aufstehen. Danach werden wir, die leben und übrig bleiben, zugleich mit ihnen in die Wolken entrückt werden, dem Herrn entgegen in die Luft. Und so werden wir für immer bei dem Herrn sein. Es gibt Menschen, die sagen, ich möchte die Stimme Jesu nicht hören. Ich möchte einfach mein eigenes Leben leben, so wie es mir gefällt. Und das bedeutet, dass du nicht wirklich wiedergeboren bist. Dass du möglicherweise auf dem Weg in die Verdammnis bist. Aber ich glaube doch an Jesus. Das sagen viele. Matthäus 7, Vers 21. An jedem Tag werden viele sagen, aber Herr, ich habe doch geglaubt. Ich habe doch in der Bibel gelesen. Jesus sagt, meine Schafe hören meine Stimme und sie folgen mir nach. Es reicht nicht aus, zu glauben. Du musst sagen, Herr Jesus, sprich zu mir. Ich möchte deine Stimme hören. Ich bin dein Schaf. Zeig mir, was du mit mir vorhast. Zeig mir deinen guten Plan. Zeig mir, was ich ablegen soll. Zeig mir, was dir gefällt. Zeig mir, was dir missfällt. Zeig mir, ich bin dein Nachfolger, dein Jünger. Du bist mein Meister. Ein toter Gottesglaube hat noch keinen Menschen in den Himmel gebracht. Selbst der Schächer am Kreuz musste zu Jesus rufen und um Rettung bitten. In letzter Minute. Aber das passiert nicht mit den meisten. Die meisten gehen ihre eigenen Wege. An dem Willen Gottes voran. Sie fragen Jesus nicht. Und Jesus klopft. Ich möchte eine Beziehung mit dir. Ich möchte, dass du mir zuhörst. Ich habe einen Plan mit dir. Viele Menschen haben ihr eigenes Leben, ihre Firma aufgegeben, weil Jesus gesagt hat, verkauf deine Firma, geh in ein anderes Land. Wir haben es auch gemacht. Wir waren zuletzt 7 Monate in Südamerika, weil der Herr Jesus zu uns gesagt hat, lass deinen Vertrag einfrieren. Ich brauche euch in Südamerika. Und jeden Tag sage ich, Herr, ich bin dein Schaf. Sprich zu mir, rede zu mir. Denn nur so in dieser lebendigen, persönlichen Beziehung mit dem Sohn Gottes, Jesus Christus, werden wir auch die Stimme Jesu hören. Wenn er mit dem Befehlsruf, mit der Stimme des Erzengels, die seinen rufen wird. Wenn du bis hier heute immer noch kein Interesse an dem Willen Gottes hast, dann lade ich dich ein, tu Buße, bekehre dich heute. Heute! Denn wenn du es nicht tust und deine eigenen Wege gehst und kein Interesse hast an dem Willen des Retters Jesus, dann wird es so sein, dass du auch die Stimme des Herrn Jesus am Tag der Entrückung nicht hören wirst. Wenn das der Fall ist, so kehre jetzt um und bitte den Herrn Jesus um Vergebung, wegen deiner Sturheit, wegen deiner Verstocktheit, wegen deiner Härte.
Kehr um! Jesus möchte dich retten und er möchte mit dir eine Beziehung führen und er möchte mit dir kommunizieren. Er hat einen großartigen, wunderbaren Plan mit dir, mit deinem Leben, mit meinem Leben und mit allen Menschen auf dieser Erde. Gott segne euch alle in Jesu Namen.